Guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Ilka Petersen. Sie gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands und das schon seit unser Lehrer Dr. Specht in den 90ern. Und da folgten Rollen in Serien wie Mord mit Aussicht oder Soko Leipzig. Aktuell steht sie bei uns im Norden auf der Theaterbühne zusammen mit ihrem Mann Petra Kleinert. Herzlich willkommen hier am Valentinstag ja auch. Ne? Genau. Also ihr arbeitet zusammen, seid jetzt rund 6 Jahre verheiratet. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, genau. Fast sechs. Wie wichtig sind euch noch so romantische Gesten an so einem Tag immer. Wie heute? Ganz. Ja? Der Tag ist jetzt für uns nicht so wichtig oder präsent. Ich denke, das sollte nicht auf den Tag beschränkt sein, so wie ich auch nicht gerne Geschenke mache, nur weil jemand Geburtstag hat. Ich sehe etwas für jemanden und denke, der muss das dann haben und dann will ich es auch gleich verschenken. Uns sind romantische oder liebevolle Gesten extrem wichtig. Und das alles, obwohl ihr so viel zusammenarbeitet. Wir haben viel zu besprechen. Die Liebe wird ein Thema sein bei uns. Und natürlich sprechen wir auch darüber, warum du nicht in der Theater AG mitspielen durftest und was du an der DDR zu schätzen wusstest, also an dem Aufwachsen dort. Ja, wahnsinnig facettenreich. Und so ist ja eigentlich auch deine Rolle in Mord in Aussicht gewesen. Ne? Also als Heike Schäfer warst du da an der Seite von Bjarne Mädel zu sehen, ja auch super erfolgreich. Mhm. Und jetzt kommen wieder neue Folgen im März. Mhm. War das nicht ein bisschen komisch, jetzt nochmal an diesen Set zurückzukehren nach so langer Zeit? Ich habe sowas noch nie gemacht, eine Figur wieder ins Leben zurückgerufen. Dadurch, dass es über 8 Jahre waren, war das wie nochmal neu starten und auch die Figur nochmal neu auflegen. Sie hat einiges erlebt, sie ist älter geworden, so wie ich auch. Man muss es ja auch wieder in die Zeit holen, also dass dieses gleiche wohlige Gefühl entsteht, aber mit anderen Menschen, das eine war das eine, das war sehr schön und jetzt fängt was Neues an. Genau, weil das ist ja ganz anders jetzt, weil der Hauptcast, also die meisten wurden ausgewechselt. Wir haben jetzt gerade Bjarne Mädel an deiner Seite gesehen, aber die jetzigen, da sehen wir die Ermittler, sind ein ganz neues Team. Mhm. War das dann für dich praktisch auch wie eine neue Rolle in dem Ganzen? Das auf jeden Fall, man betrachtet die Dinge neu. Das bin ich aber sowieso. Ich mag nicht irgendwas nachhängen, sondern ich bin eigentlich immer im Hier und Jetzt. Und das hilft natürlich sehr, wenn man einfach Kollegen hat, die das Ganze auch noch mal neu betrachten, die uns von außen noch mal dazukommen. Und das war ein sehr, sehr schönes Zusammenwachsen eines neuen Castes und auch des ganzen Dorfes rundherum, der anderen Rollen, die es ja auch gab und die auch immer ein bisschen zu wenig stattgefunden haben und die jetzt einfach viel, viel mehr leben und dieses ganze Dorfleben horizontaler auch erzählt wird. Und das war eigentlich sehr schön und so konnte ich mich ein bisschen zurücklehnen, weil diese Figur hat auch so eine, sagen wir mal, eine andere dramatische Unterfütterung wiederbekommen und einfach so zu gucken und mich zu freuen, was die anderen da alles so Tolles machen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne Caroline Peters und Bjarne Mill an deiner Seite. Ja, dann gucken Sie mal. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Das ist doch unser Stichwort. Genau. Und was sagt uns das im Hinblick auf unser Geoprofil? So, aufgeräumt ist. Jetzt besorge ich Mittag. Was soll ich zum Spinat machen? Ja, Fleisch. Ich störe ungern, aber wir haben hier was sehr Wichtiges zu besprechen. Ottmar braucht eine warme Mahlzeit, ist auch wichtig. Heike, wir haben eine Frauenleiche. Eine Leiche? Wo? Verschwunden. Wie wär's mit Fischstäbchen? Fisch gibt's freitags. Wenn's sein muss, wasche ich ihre Sachen mal durch. Ist ja schlecht da draußen, ganz ohne Wasser. Haben Sie keine Wechselwäsche? Gut, dann mache ich Frikadellen. Wir haben ja gerade schon gelacht. Also es ist ja eine ganz besondere Figur. Was würdest du sagen, macht diese Muschi aus? Sie ist übergriffig. Sie ist permanent übergriffig, hat aber immer das Herz auf dem rechten Fleck und in Situationen, wo man denken würde, dass sie jetzt eine Klischeehaltung hat, hat sie sie eben nicht, weil sie natürlich trotzdem ein Mensch ist und man darf solche Figuren auch immer nicht unterschätzen. Aber sie ist übergriffig, sie möchte gerne stattfinden, sie ist sehr schnell beleidigt. Also alles so Sachen, die man privat nicht machen darf. Wie findest du dich da rein in diese Figur? Oh, das weiß ich gar nicht. Also alles, also ich glaube, in der Komödie ist alles, je uneitler man ist und je weniger man gefallen möchte, glaube ich, das Wichtigste. Zu gucken, dass eine Figur natürlich auch beides hat, ein Yin und Yang, aber dass sie Eigenschaften hat, die sonst nicht so positiv vielleicht sind oder nicht so nett sind. Ja, wenn man das auch so sieht, so mit diesen Haaren, ne, so hochgesteckt, so ein bisschen biedere Hausfrau. Absolut. So, ne, genau. Hast du eigentlich auch darüber nachgedacht oder beziehungsweise gezögert, diese Rolle überhaupt anzunehmen?
Damals, oh Gott, das ist so lange, lange her. Ich habe ja damals ein Casting gemacht, habe damit nichts gerechnet. Ich wusste auch gar nicht, wo ich da reinkomme. Und dann war das im Nachhinein doch eigentlich ein Glücksgriff, auch so eine sehr spezielle Figur zu spielen, die ich so sonst auch noch nicht kannte. Also die auch so eine gewisse Schnelligkeit hatte. Und manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum Kind. Ja, und jetzt nach diesen fast 8 Jahren, hast du da irgendwie drüber nachgedacht? Ja, also für mich war das abgeschlossen. Für mich war das abgeschlossen. Ich hatte mich damals entschieden, das ist jetzt in Ordnung so. Wir hatten noch einen Film draufgesetzt und jetzt geht das Leben wieder woanders weiter. Und dann kam man halt immer wieder mit Ideen und da habe ich immer gesagt, nee, interessiert mich nicht so. Und dann kam halt die Firma mit den 6 Büchern und hat mich dann vor, glaube ich, 2,5 Jahren gefragt, oder 2 Jahren gefragt, wir müssten jetzt schon auch mal ein Go haben, ob du mitmachst oder nicht. Und das habe ich dann gelesen und hatte dann eben auch ein schönes Gespräch mit dem Autoren, dem Johannes Rotter, und dachte mir, da springe ich jetzt rein, ich vertraue euch, und ich habe es wirklich nicht bereut. Mit unserem Gast morgen hast du übrigens auch viel gemeinsam. Er liebt das Handwerk, arbeitet auch mit seiner Partnerin zusammen und er sitzt eben morgen auch auf dem roten Sofa. Und zwar Kai Wiesinger. Morgen vielen Dank an dich, Petra. Super gerne, es war total schön. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen hoffentlich. Schönen Abend.